So, hallo, seien Sie oder seid ihr alle herzlich gegrüßt. Wir kommen heute zu unserem letzten Treffen im Rahmen der Kontinentalwoche. Wir hatten eine sehr intensive Woche, dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank an Harald Schirmer und sein Team. War wirklich sehr spannend und eine tolle Leistung. Wenn ich so an die zwei Treffen diese Woche denke, die waren noch sehr stark geprägt, auch von Input als Basis für die jeweiligen Diskussionen. Und heute haben wir uns vorgenommen, dass ihr vor allen Dingen zu Wort kommt. Deswegen übergebe ich jetzt gleich an Harald, damit er nur noch so ein paar Gedanken hier einbringt. Und dann seid ihr aufgefordert, eure Fragen, eure Meinungen, aber gerne auch Kritik, alles, was euch auf dem Herzen liegt, hier einzubringen. Und was wir uns wünschen, ist eine möglichst intensive Diskussion mit euch, die wir zum Abschluss dieser Woche haben. Und am Schluss werden wir dann gleich auf die nächste Woche überleiten und euch Appetit machen für das, was euch nächste Woche erwartet. Harald, bitte übernehmen. Ja, gerne. Danke, Werner Sauter. Ja, also ich möchte mich als allererstes mal bedanken natürlich für die großartige Beteiligung diese Woche. Es ging ja am Montag ganz spannend schon los mit ganz vielen Videos, die ihr uns quasi geteilt habt. Also herzlichen Dank an alle, die diesen Mutanfall wirklich hatten. Da sind ganz tolle Ergebnisse dabei. Also ich hoffe, dass der eine oder andere sich denn das Ganze nochmal anschaut und mal sieht, was denn da für Tipps rübergekommen sind. War sehr, sehr ja, man sieht sehr schön die Vielfalt da drin. Wir haben dann die Woche über verschiedene Themen weiter diskutiert und ich möchte jetzt auch heute gar nicht so viel reden, sondern euch nur einen kurzen Input am Anfang geben, parallel zu der Startseite oder zur Seite des heutigen Tages, unser letzter Tag für Continental, und würde dann eigentlich in die Diskussion mit euch reingehen, was ihr von der Woche mitgenommen habt. Also bereitet vielleicht im Kopf schon mal so die Gedanken, die Fragen vor. Ich hoffe, dass ich es in 5 bis 10 Minuten hinkriege, dann habt ihr den letzten Baustein auch noch. Und ja, ich freue mich dann auf eine ganz rege Diskussion. Dazu würde ich jetzt erstmal meinen Bildschirm freischalten. Das sollte funktionieren. Lang langsam den Bildschirm sehen. Das ist die Seite vom Freitag, Continental, mit dem Überbegriff Reflexion, neues Lernkonzept. Unser letzter Tag fängt im Endeffekt damit an, dass wir die aktuelle, also im Moment gerade laufende, die wird Lernaktion, könnte man sagen, planen. Continental steigt auf Office 365 um und wir haben aus verschiedenen anderen Firmen gelernt, dass das alleine in der Regel sehr aufwendig ist für die Mitarbeiter, vor allen Dingen fürs Unternehmen, die IT und die beteiligten Abteilungen. Aber eigentlich den großen Mehrwert erst dann bringt, wenn man sich in diese neuen Tools, die neuen Verhaltensweisen wirklich auch entsprechend einbringen kann. Wer die Tools kennt, Word, Excel, PowerPoint, da hat sich natürlich jetzt nicht so dramatisch viel getan. Aber was im Moment sehr viel passiert, ist, dass ganz neue Applikationen dazukommen, die man im Businessumfeld nutzen kann. Also sowas wie ein Doodle, das man intern nutzen kann, das ist dann FindTime. Oder Slack, wer das draußen schon mal verwendet hat, der kann das mit Planner machen jetzt innerhalb der Office-Umgebung. Teams und Groups sind Kleingruppen-Kollaborationen. Aber mir geht es nicht jetzt um Werbung für ein Tool zu machen, sondern nur verständlich zu machen, wenn ich hier von Office 365 rede, dann geht es hier weniger um die Kernprogramme, sondern um die neuen Funktionen, die in dieser Landschaft automatisch mitkommen. Und das Ganze ist erstens in der Cloud, also es ist zentral irgendwo gehostet, und zweitens ist es ein sogenannter Evergreen. Und Evergreen heißt jetzt nicht Frank Sinatra, sondern heißt im Endeffekt, dass das Ding nie wieder alt wird, weil es ständig abgedatet wird von Microsoft oder von den anderen Providern selber, also auch die Firmen IBM, SAP und so weiter, die gehen auch alle immer mehr in diese Abonnement-Konzepte, in diese Subscription-Modelle. So, wenn man jetzt für so viele Menschen eine komplett neue Office-Umgebung ausrollt, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer als bei ESN. Enterprise Social Network ist ja erstmal für die meisten Leute ein zusätzliches Tool. Ob sie das jetzt nutzen oder nicht, so traurig es ist, es macht erstmal noch keinen Unterschied für die meisten. Erst wenn da eine andere Gruppe immer weiter vorwärts geht und da die Erfolge hat, dann wird es irgendwann schon brenzlig, wenn man dann komplett abgehängt ist und man merkt dann schon, dass die Leute relativ schnell versuchen einzusteigen. Bei der Office-Welt ist es natürlich was anderes. Eure E-Mails, Kalendereinträge, die Art und Weise, wie man mit Dokumenten umgeht, ist natürlich tägliches Geschäft. Von früh bis zum Abend, bis zum Heimgehen wird das bedient. Das heißt, wir haben auch zum einen eine Riesenherausforderung, das Ganze wirklich so
ruhig wie möglich überzubringen und auf der anderen Seite aber diese ganzen vielen Funktionen den Leuten auch beizubringen. Wir haben das Thema Kommunikation, Veränderungsmanagement und Lernen einfach nochmal komplett neu angeschaut, um einen ganzheitlichen Ansatz daraus zu generieren. Wer auf meinem Blog schon mal auf haraldschirmer.de schon mal geschaut hat, über Change schreibe ich da sehr viel. Den Ansatz von Change Management, also den gemanagten Veränderungen von der Stabilität über Dynamik in eine neue Stabilität, wie man es früher definiert hat, hin zu der mehr agilen, dynamischen Art und Weise, wie unser tägliches Leben abläuft. Da ist relativ wenig Stillstand nur noch da, aber es ist kontinuierliche Veränderung. Deswegen müssen auch solche Change-Konzepte natürlich angepasst werden. Plus es gibt viel, viel mehr neue Methoden, das Ganze zu tun, eben mit zum Beispiel Enterprise Social Networking. Aber auch Kommunikation in Form von Broadcast-Messages, wie es früher ganz oft war. Es wurden Newsletter top-down verteilt. Aber der Rückwärtskanal wurde von der Kommunikation oder wird bis heute in vielen Unternehmen von den standardmäßigen Kommunikationsabteilungen sehr, sehr wenig genutzt. Also das wollten wir hier auch komplett anders mal machen. Und dann als dritter Punkt natürlich Lernen. Nicht mehr große Klassen, große Brocken. Darum haben wir das auch gar nicht mehr Training genannt. Training ist für uns der Begriff von abgeschlossenen Lerneinheiten. Lernen ist eigentlich eher das Kontinuum. Also von daher, diese drei Begriffe haben wir für dieses Projekt neu angeschaut. Von der Intensität haben wir uns für drei Begriffe mal quasi, die haben wir uns vorgenommen. Wir wollen natürlich nicht jetzt alle Leute mit komplett neuem Zeug überschütten und die kennen sich gar nicht mehr aus, weil sie das nicht mehr das finden, was sie gewohnt sind. Deshalb gibt es quasi das erste Level, das ist einfach informieren. Da sind die ganzen üblichen Instrumente drin, nicht nur kommunikativer Art, sondern eben auch von Change Management, eine Stakeholder-Analyse, eine Risk-Analyse und solche Themen werden da drin gemacht. Und natürlich auch gibt es da Klassentraining. Das nächste ist dann schon eine freiwillige Möglichkeit. Und zwar vom ersten Tag des Projekts an konnten sich die Leute teilweise für Piloten registrieren oder Abhängigkeitslisten füllen oder uns Feedback zu allen möglichen Themen geben. Das Involvieren findet in allen Ebenen statt, also sowohl mit Betriebsrat, der nicht einfach nur noch, wie man es vielleicht üblicherweise früher gemacht hat, die Informationen gegeben hat, die notwendig sind, um die Entscheidung zu treffen, sondern wir machen teilweise 3-4 Stunden Treffen, um wirklich das gemeinsam zu lernen. Ihr habt es vielleicht in dem Teaser-Video gesehen, da war ich gerade unterwegs zu so einem Treffen. Also involvieren aller Beteiligten, so viel die selber wollen. Also das kann jeder selber entscheiden, wie früh man da rein will, aber jeder hat die Möglichkeit, dabei zu sein. Und wenn es dann natürlich darum geht, das Ganze zu bekommen, also auszurollen, im Pilot dabei zu sein, dann wollen wir die Leute natürlich aktivieren. Da werden wir natürlich das Guide-Netzwerk wieder nutzen dafür. Wir planen über 800 Leute da aufzubauen dafür, also die bestehenden natürlich, dafür zu gewinnen und weitere. Und noch einige mehr Sachen, da würde ich jetzt im ersten Moment noch nicht so direkt eingehen. Als wichtigen Punkt, diesen Satz hier in der Mitte, das ist etwas, was auch Joachim so schön geschrieben hat. Wenn ein Tool neu kommt, dann müsste es bis zu 9-mal besser sein, hat der McAfee damals rausgefunden, damit es überhaupt attraktiv ist. Das ist bei E-Mail natürlich anders. Wenn das E-Mail das alte nicht mehr geht, dann wird das neue sofort genutzt, weil es geht nicht anders. Aber die neuen Tools, die da reinkommen, die müssen natürlich wesentlich attraktiver sein. Und jetzt ist unsere Herausforderung die, dass die Leute von der alten Welt in die neue Welt kommen, ohne dass sie quasi zu viel Aufwand reinstecken, ihr altes Verhalten in das neue Verhalten zu übertragen. Sondern wir müssen so schnell quasi bessere Workflows, attraktivere Abläufe, schönere Apps oder Oberflächen oder Einstiegsmöglichkeiten bieten, dass die Leute gar nicht erst ihr altes Verhalten kopieren wollen. Das ist eine gewisse Herausforderung, aber der nehmen wir uns natürlich gerne an. Was zum Thema Lernen ganz wichtig ist, das habe ich hier mal versucht, mit so Schiebereglern darzustellen. Es ist ja nicht so, dass wir eine Art von Menschen haben. Das haben wir ja schon ganz oft irgendwo festgestellt. Und wir haben dann versucht, mal rauszufinden, worin unterscheiden sich denn die Leute? Und das ist die Frage, die wir heute auch mal gestellt haben am Ende. Was macht ihr denn persönlich, wenn ihr eine neue Software entweder euch selber gekauft habt oder wenn sie vom Unternehmen euch zugewiesen wird? Was ist dann so die erste Stunde? Fangt ihr an, sofort auszuprobieren? Arbeitet ihr einfach weiter und müsst produktiv sein? Geht ihr auf YouTube, um zu suchen, wenn ihr was nicht versteht? Sucht ihr einen Trainer? Wollt ihr einen Trainingsmaterialkatalog haben? Wie geht ihr vor? Das wäre unsere Frage heute. Und last but not least, wer möchte, kann natürlich auch diese Bonusaufgabe heute noch machen, wo wir fragen, wenn wir denn so ein großes Potpourri an Lernangeboten haben,
dann muss es ja auch einen Ort geben oder sollte es wahrscheinlich einen Ort geben, wo man startet. Wo oder wie würdet ihr den denn bauen? Gibt es viele Startorte oder gibt es einen zentralen? Das wäre im Endeffekt unsere heutige Frage dazu. Und damit würde ich eigentlich auch schon meinen Input beenden. Mal schauen, ja, 10 Minuten, okay. Dann würde ich sagen, jetzt nochmal ein herzliches Dankeschön für das, was bis jetzt gelaufen ist. Und mit dem Input würde ich jetzt eigentlich noch in die Diskussion gehen wollen. Alle Fragen, die wir heute hatten, alle Beiträge, alle Hausaufgaben, die so gekommen sind diese Woche, was ist noch offen geblieben? Was können wir noch Gutes für euch tun? Ich schaue da mal kurz durch die Kommentare. Dürfte ich eine Frage stellen? Aber natürlich, sehr gerne. Andreas Brumby, Umicore. War ganz toll, die Einführung, die ganze Woche war auch ganz toll. Dieses 9-mal besser sein wie das bestehende Tool, das verleitet mich zu folgender Frage. Office 365, toll, gucken wir uns auch an. Wie sicher können wir sein, dass dort die Elemente wirklich besser sind wie das, was wir bisher haben? Denn ich meine, IBM Connection war nicht schlecht. Ich gehe noch weiter zurück. Es gab vor 20 Jahren mal einen Ray Rossi, das war ein so großer Vordenker, hat keiner kapiert, welche tolle Software er gemacht hat, aber die Software wurde dann rausgenommen und es gab dann Frustrationen. Also wie sehr kann man sich denn sicher sein, dass das neue Tool wirklich um die Größenordnung besser ist und deshalb auch angenommen wird? Also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre entweder Werbung oder Anti-Werbung für die Hersteller dieser Firmen. Von daher bin ich da ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, dass oder ich bin überzeugt, dass in allen Firmen daran gearbeitet ist, grundsätzlich die Dinge zu verbessern. Die Frage ist, wie sehr wird das in der Kooperation mit den Kunden gemacht und wie sehr werden Kundenwünsche da auch ernst genommen? Ich mache jetzt das ganze Thema auch seit über 20 Jahren mit den verschiedenen Herstellern und ich erlebe da in den letzten 3, 4 Jahren extreme Veränderungen. Also bis jetzt war sehr, sehr stark im Vordergrund wirklich, wir wissen, wie es geht, wir sind der Hersteller der Software und wenn da damals ein Conti mit 200.000 Leuten gekommen ist, dann haben die gesagt, ja, schau mal hin, da drüben haben wir 5 Millionen Kunden. Das ist jetzt einfach nur ein Einzelwunsch oder das können wir jetzt nichts dran machen. Inzwischen haben wir uns teilweise als Kunden schon zusammengetan und vertreten da also mehrere Millionen von Usern. Also auch das ist natürlich heute möglich, firmenübergreifende Kooperationen, um da direkt das wirklich zu verändern, was wir brauchen. Das funktioniert auch ganz gut und die Firmen selber gehen auch natürlich jetzt viel mehr auf den Kunden zu. Was wir eher im Fokus haben, ist, weil wir ja die Funktionen, die können wir relativ wenig beeinflussen. Aber was wir beeinflussen können, und das macht Riesenpotenzialunterschied aus, sind die Workflows, die Arten, wie die Leute diese Tools nutzen. Also einmal das Einzelne selber und dann die übergreifenden Tools. Vielen Dank. Ich habe mich beim Simon Dückert angemeldet zu den Knowledge Lab, Knowledge Management Office 365. Und wir haben uns da damals kennengelernt. Das war sehr lehrreich für mich und es wird bestimmt wieder lehrreich in Nürnberg. Sicher. Super. Nee, vielleicht um da ein Beispiel mal zu machen, was das für einen Unterschied macht. Also wenn ich heute in unserer bestehenden Landschaft ein Meeting machen will, was machen da viele Leute? Die fangen an, machen einen Termineintrag. Dann machen sie in den Termin eine Videokonferenz oder eine Audiokonferenz rein. Dann machen sie einen Same-Time-Link, das ist also zum Bildschirmsharing. Dann suchen sie einen Termin für die Leute. Dann schreiben sie in ein Protokoll oder, nicht ein Protokoll, eine Agenda in Word. Die laden sie in ein SharePoint hoch. Dann schicken sie ein Mail rum, dass sie ja Leute sich das anschauen sollen. Dann schreiben sie ein Protokoll in Excel, laden das wieder in SharePoint hoch und danach gibt es noch eine Mail. Ich meine, das sind allein 10 Schritte. Wenn man das heute einfach mal anschaut, was gibt es da für Möglichkeiten, was muss ich vielleicht nicht in einzelne Tools machen, ich kann heute OneNote zum Beispiel verwenden, dann habe ich am Schluss vielleicht wirklich nur noch neuer Termin, Findtime und er bietet mir an, wer alles Zeit hat und wann und dann sage ich so und dann lade ich euch ein und automatisch hat jeder Zugriff auf mein OneNote-Dokument und ich kann quasi sofort da drin arbeiten, Agenda und Protokoll ist in einem Dokument. Das wissen aber viele Leute erstmal noch nicht. Das heißt, wenn wir ihnen diese Workflows so einfach wie möglich machen, und das überlegen wir sogar so wirklich, dass das geformt ist, dass man nicht mehr auf Outlook drückt, sondern man drückt auf Meeting. Und wenn man Meeting drückt, dann passiert dieser Ablauf automatisch. Und wenn man solche prozessgesteuerten, also das ist ja nur freiwillig, man kann es ja trotzdem noch anders machen, aber so begleitete Prozesse, Guided Workflows nennen wir die, anbieten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sagt, Moment, da waren es 10 Klicks mit 6 Programmen und hier sind es 3 Klicks mit 3 Programmen. Das ist schon eine ganz, ganz ordentliche Verbesserung. Weitere Fragen? Ich bin jetzt auch länger ruhig, damit die
Möglichkeit ist auch wirklich, die Fragen zu stellen und zu atmen. Mein Learning aus dem Video. Ich hätte eine Frage noch, Simon hier. Grüß dich, Simon. Hi. Kann ich gerade was teilen? Ja, klar. Da müsstest du mich kurz zum Referenten machen, glaube ich. Ja, Kunde. Vielleicht ist der Joachim schneller. Da bist du. Moment, Simon. Simon, müsste klappen. Bist du? Moment. Ah, jetzt. Ich hoffe, ich habe den richtigen Simon erwischt. Ja, er ist oben in der Liste. Also, ich habe mal geteilt, Objekt Table für Office 365 rausgegeben, wo man relativ schnell sieht, dass Office 365 ja aus wahnsinnig vielen einzelnen Tools besteht und oft so die erste Herausforderung überhaupt ist, den Leuten mal zu erklären, wofür denn die einzelnen sind, weil teilweise auch so die Funktionalitäten sich überlappen. Und das ist aus meiner Sicht Fluch und Segen zugleich. Ja. Also Segen deswegen, weil halt auf der einen Seite Dinge, die man so aus dem Netz gewohnt ist, ne? Man macht ein Trello-Board und hat einen Twitter-Hashtag und wenn da was passiert mit If this then that, postet man automatisch irgendwo in eine Gruppe rein oder macht sich einen Google-Kalendereintrag. Aber ein Großteil der Mitarbeiter macht es ja in der Regel so noch nicht aus dem Netz. Jetzt wäre meine Frage, habt ihr da eine Strategie, um sozusagen erstmal mit einem kleinen Set von Tools zu starten, wenn ja, welche? Und wollt ihr den Leuten auch beibringen, so kombinierte Use Cases aus verschiedenen Tools zu machen, oder geht es erstmal mit einem reduzierten Set los? Ganz ehrlich, daran arbeiten wir noch relativ intensiv. Dagegen spricht so ein bisschen das Microsoft-Lizenzmodell, weil du das ganze Ding nur als ein Gesamtpaket kaufst. Das heißt, wenn wir hergehen würden und sagen, wir machen jetzt die ersten 4, 5 Monate, machen wir zum Beispiel nur die New Workstyle Tools, also diese ganzen wilden Sachen, sage ich jetzt mal für die meisten Mitarbeiter, dann würden wir trotzdem für 140.000 Leute die vollen Gebühren zahlen und das ist bei der Größenordnung ist das richtig Geld. Also ja, also mein Ziel wäre genau das. Wir hatten damals auch bei Connections, bei dem Enterprise Social Network von IBM genau das gemacht. Wir haben also quasi erst die persönliche Kollaboration in den Vordergrund gestellt, dann haben wir die Gruppenkollaboration eingeführt 3 Monate später und wieder 3 Monate später haben wir dann Communities und wirklich also Sharing, wo man dann auch wieder Sachen schließen konnte. Also wir haben die Leute erst 6 Monate lang quasi in das Default Open Arbeiten gebracht. Und haben ihnen dann erst quasi die letzte Stufe freigeschalten, wo sie dann auch noch Berechtigungen machen konnten. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viel gebracht, die Leute erstmal in so ein Mindset zu bringen, dass die Öffentlichkeit zu erleben, weil dieser erste Klick, Ja. Publish, der ist halt für ganz viele so, uah. Ja. Aber jetzt Ja. ist ja, also du sprichst das Lizenzmodell an, es ist ja auch in den kleinen Lizenzen wahnsinnig viel drin. Ja. Also ich glaube jetzt sowas wie To-Do oder Planner oder so, das kann ich zwar als Admin deaktivieren, aber ich glaube, das ist in allen Lizenzpaketen drinnen. Ja. Wenn du mal sagst, mit welchen Tools plant ihr denn zu starten? Also was ist so das Set der Anfangskonfiguration? Also ich glaube, wenn ich unseren Mitarbeitern die Periodic Table, die du gerade zeigen würde, dann würden die alle aussteigen. Die würden sagen, was soll denn der ganze Käse? Das kann ja kein Mensch lernen, das ist alles viel zu viel und man weiß es auch nicht. Es gibt von Microsoft so ein 72-seitiges White Paper, was wofür gedacht ist. Also auch das gibt schon einen kleinen Hinweis, dass das Ganze eigentlich so weit weg ist von Userfreundlichkeit im Moment. Also da darf gerne noch nachgearbeitet werden. Jetzt muss man aber schauen, was machen wir denn, das, was du angesprochen hast. Wir nutzen Trello für Kanban-Boards. Das muss man schon auch mal ein paar Mal gemacht haben, damit man da wirklich fließend unterwegs ist. Dann nutzen wir Doodle. Auch Doodle ist nicht so komplett selbsterklärend, dass damit jeder arbeiten kann. Dann haben wir Slack vor einiger Zeit eingeführt, was ja für quasi die Microsoft Teams Geschichte ist. Slack an sich, würde ich mal sagen, ist für viele ist noch Rocket Science. Also da sind Bot-Möglichkeiten drin. Da sind richtig tolle Sachen drin. Aber für den, ich sage jetzt mal, Otto-Normalverbraucher, Hausgebrauch, ich mache meine Projektarbeit, ist das erstmal richtig, richtig Lernaufwand. FindTime ist, glaube ich, etwas, das ist der Doodle-Ersatz, das glaube ich, das kriegt man relativ gut hin. Unser Ziel ist es, und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir auch noch
Wir sind noch nicht fertig, ob wir das schaffen. Normalerweise in einer großen Organisation gibt es für jedes Programm, für jedes Tool einen Service Owner. Das heißt, eine Person, die hundertprozentig dafür verantwortlich ist, für alles, was damit passiert. Wenn wir jetzt das anschauen, was da drin ist, dann müsste es da sehr viele Service Owner geben. Weil Teams relativ groß ist. FindTime könnte man vielleicht Outlook zuordnen oder so. Also es gibt da schon natürlich unterschiedliche Möglichkeiten ranzugehen. Die Frage ist, durch Evergreen können ja da ständig neue Sachen dazukommen. Du hast das To-Do erwähnt, das ist angekündigt, dann ist es kurz wieder draußen gewesen, kommt wahrscheinlich jetzt demnächst rein. Das heißt, in der Geschwindigkeit kann man ja intern gar keine Ressourcen aufbauen. Also ich rede jetzt von großen Organisationen, so wie die normalerweise an sowas rangehen. Also auch die IT muss ja ständig lernen, wie diese Tools funktionieren. Ist es nur ein Knopf in der Admin-Konsole, um es an- oder auszuschalten, oder ist es richtig intensiv da integriert in das Ganze? Also von daher, ich sehe das wirklich als eine Chance, wirklich diese digitale Transformation ins Unternehmen zu bringen, agiler an solche Projekte ranzugehen, an Software ranzugehen. Und wir wollen unsere Mitarbeiter eigentlich dazu bringen, dass sie sagen, schau mal, es gibt hier ein Set, das sind die Core-Tools, mit denen arbeitet jeder quasi, weil das einfach unsere Standardsoftware ist. Und dann gibt es noch so einen Bereich an erweiterten Softwarepaketen, die haben wir auch gekauft, aber die können wir vielleicht im ersten Moment gar nicht so hundertprozentig supporten, weil wir kennen sie vielleicht selber noch gar nicht. Sie verändern sich sehr schnell. Microsoft redet da von 3 bis 5 Updates pro Jahr. Also das sind ja schon Dynamiken, wo man schon, also wenn man an Testen denkt, an abhängige Software und so weiter, durchaus ja. Arbeit dran ist. Eine Lösung, eine fertige Lösung haben wir nicht und haben wir auch noch nicht gefunden, sondern dieser zweifache Ansatz, Kern, und der ist sichergestellt und es gibt ein erweitertes, dazu gibt es dann zum Beispiel ein Social Helpdesk, ein User-Forum, wo sich die Leute dann austauschen untereinander. Wir wollen die Mitarbeiter auch ein bisschen mehr wieder in die Lernen und in die Verpflichtung nehmen, in die Verantwortungsübernahme. Danke. Da gab es gerade noch eine Frage vom Chris, der gefragt hat, ob man sich damit nicht zu sehr abhängig macht von einer Plattform. Es ist eine absolut wichtige und relevante Frage, die mir selber auch so ganz ehrlich ein bisschen Bauchweh macht. Ich bin jemand, der sehr gerne mal ab und zu so seine Betriebssysteme wechselt, aber auch die Software. Also ich habe von OpenOffice über Google Office, über Mac Office, also Pages und so weiter, auch natürlich Microsoft. Ich nutze die verschiedensten Plattformen, einerseits um so im Kopf ein bisschen jung zu bleiben, um mich ständig wieder rauszufordern und andererseits zu sehen, okay, was können denn die anderen besser? Sich komplett abhängig machen von einem Hersteller. Ich würde mal sagen, muss man mal aufpassen, was man sagt, aber von SAP haben sich so ziemlich alle Firmen inzwischen abhängig gemacht, was die Produktion angeht. Microsoft macht im Moment halt wieder einen richtig guten Job, was Marketing angeht. Und auch IBM ist ja mit den Technologien, mit denen sie am Markt sind, sehr, sehr stark. Meine Frage wäre eher, wann sind denn so kleinere Unternehmen so weit, dass sie etwas anbieten, dass sich große Unternehmen sich das nutzen trauen? Also eine Dropbox, die ist inzwischen weltweit bekannt, aber die haben es halt nicht hingekriegt, das Vertrauen aufzubauen. Ein Trello oder ein Doodle, oder das sind ja tolle Tools und die, da hätte man ja schon den Vorteil, dass sie das können, auch Facebook for Work oder sowas. Aber ich kenne ganz, ganz wenige vereinzelte Firmen, die sich trauen, diese Firmen oder diese Tools von den Firmen direkt zu nutzen. Also bevor wir darüber diskutieren, machen wir uns davon abhängig, was eine wichtige Frage ist, brauchen wir Alternativen? Und wenn die Alternative ein Großkonzern zum anderen Großkonzern ist, weiß ich nicht, ob das so die, also das ist das Übliche, was wir heute eh schon machen. Weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders. Ihr dürft jederzeit natürlich auch andere Fragen stellen. Ich muss an meiner Geduld bei Stille arbeiten. Hier Matthias. Hallo Harald. Meine Erfahrung ist, dass häufig Tools andersrum funktionieren. Erst im Business einzuführen, dann werden sie genutzt und vom Business schwappt es dann in den Privatbereich über. Dass man in dem Privatbereich erstmal ausprobiert, da werden sie dann manchmal genutzt und dann geht es in den Businessbereich. Meine Erfahrung ist bei Tools, dass die Einführung häufig genau andersrum viel besser funktioniert, wenn man im Business damit anfängt. Das ist natürlich die Frage, welche Firma geht das Risiko ein, sich ein neues Tool einer kleinen oder mittleren Firma, vielleicht eines Startups sogar reinzubringen. Was für mich aber noch viel wichtiger ist, was jetzt heute noch gar nicht so benannt worden ist, das ist die Woche auch aufgekommen in den verschiedenen Diskussionen, die ich verfolgt habe. Einer der wichtigsten Punkte war einfach Lernen auf Augenhöhe. Mhm.
etwas, was du auch immer wieder propagierst in deinen anderen Tweets und Mails und Ähnlichem. Ich denke, das ist genau das Richtige und das Wichtige, wenn ich an euer Buddy-Konzept und Ähnliches denke, was ich sehr toll finde, dass es auf Freiwilligkeit beruht und Ähnlichem. Und häufig ist es in Firmen ja so, dass neue Tools, Order qua Mufti, von oben kommen und dann ist manchmal auch das Management sogar geneigt und sagt, warum, wir haben es doch eingeführt, wir haben doch die Mail rausgeschickt und jeder hat es jetzt auf seinem Rechner, dann läuft das ja. Aber genau das passiert halt nicht. Und wirklich dieses Ernst nehmen. Und ich kenne Firmen, da ist es wirklich so, wenn ein neues Tool rauskommt, dann heißt es erstmal, ich habe schon viele Initiativen überlebt, ich werde auch diese überleben. Und man sitzt es erstmal aus, manchmal sogar 1-2 Jahre, so nach dem Motto, vielleicht verschwindet das ja und das nächste Tool kommt schon wieder. Das ist einfach eine Frage auch der Firmenkultur. Und die ist da im Umgang mit den Lernern und auch mit der Einführung von Tools aus meiner Sicht unheimlich wichtig. Absolut. Vielen Dank für das Feedback auch, Matthias. Also da habe ich auch die, es freut mich sehr, dass wir da bei Continental im Moment, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg gefunden haben. Wir haben jetzt, ich würde mal sagen, in den letzten 10 Jahren eine Menge nachzuholen an Software, zu aktualisieren. Dafür steigen wir halt jetzt wirklich in die modernsten Formate ein. Also modernst in Form von, das ist das, was auf dem Markt halt heute Stand der Dinge ist und sorgen dafür über solche Abo-Modelle auch dafür, dass die kontinuierlich aktuell sind. Das heißt, es gibt natürlich eine gewisse Konsistenz. Zum einen die Frage vorher, mache ich mich damit abhängig? Ja, macht man. Zum anderen, durch diese Abhängigkeit habe ich aber auch eine gewisse Konstanz. Also die Veränderungsdynamik wird damit ein bisschen geringer und die Leute können sich eher verlassen, was ist da morgen auch noch da. Also das hat immer zwei Seiten. Ich sehe grundsätzlich die Dynamik, dass Leute sich schnell, dass schnell was ausgerollt wird und dann sagt man, okay, das geht auch wieder vorbei. Da ist Continental inzwischen, glaube ich, auch sehr nachhaltig. Also unser CEO Elmar Degenhardt und auch unsere Personalvorständin Frau Dr. Reinhardt ist sehr, sehr auf der einen Seite dynamisch unterwegs und auf der anderen Seite ist aber die Gesamtrichtung sehr, sehr konstant. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, auch wenn man das Thema Change Management anschaut. Wenn wir immer einzelne Sachen durch, ich sage jetzt mal, einzelne Säue durchs Dorf treiben, dann wird jede Veränderung für die Leute als Hindernis natürlich empfunden, als großes Problem. Wenn aber die Gesamtlandkarte klar wird, wenn klar wird, wir wollen eigentlich dahin und auf diesem Weg gibt es Veränderungen, dann schaut man, das ist so ein bisschen, wenn man so, ich erinnere mich da so stark an dieses Bild von dem Astronauten, der auf die Erde runtergeschaut hat und irgendwann gesagt hat, warum streitet ihr euch über Bäume, die über Zäune hängen? Das ist so irrelevant, wenn man nur ein paar Meter weg ist. Und genau das ist, glaube ich, auch bei Change in dem Verständnis, wenn man den Leuten Respekt zutrifft und du sagst ja auch, dass dir das gut gefällt, dass Leute auf Augenhöhe gehen, genau das versuchen wir bei diesem Leading Change Ansatz, Leute ernst zu nehmen, mitzunehmen, ihnen zu klären, du, diese Veränderung, die da gerade jetzt kommt, das ist ein Baustein auf einem längeren Weg und das ist unser Ziel, gehst du mit zu diesem Ziel, weil dann wird diese Veränderung, diese einzelne Veränderung gar nicht mehr so groß. Und wenn die Leute in der Veränderung die Chance haben, beteiligt zu sein oder sich selber mit einzubringen, dann tut es auch nicht mehr so weh. Und wenn die lernen halt mit jeder Veränderung, in der sie mehr ernst genommen werden, ist quasi eine bessere Veränderung. Und irgendwann, ist zumindest meine Hoffnung, kommt sowas am Schluss raus wie Embracing Change, also wirklich die Veränderung zu umarmen, als gegeben hinzunehmen und sogar herzugehen und zu sagen, hey komm, lass uns doch mal schauen, was können wir denn verbessern. Und das ist, glaube ich, ein Riesenweg, von einem, ich will nicht, dass du meinen Arbeitsplatz veränderst, hin zu einem, hey, was können wir denn tun, dass mein Arbeitsplatz besser wird? Ich glaube, eine der Dinge, die dir vielleicht gar nicht so bewusst sind, aber die ich für unheimlich wichtig erachte, weil das eine der Krux in vielen Firmen ist, die ich erlebe, als du gesagt hast, unser Vorstand hat. Das heißt, es wird von oben mitgelebt, es wird vorgelebt. Es wird nicht nur nach unten, sondern es ist für jeden Mitarbeiter sichtbar, dass das von der Führung und der Führungsebene mitgetragen und genutzt wird. Und das ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Und wenn ich dann noch wertschätzend mit meinen Mitarbeitern in dem Bereich umgehe, dann habe ich ja schon mal den Boden zumindest halbwegs bereitet, dass die Pflänzlein wachsen können. Ja, absolut. Also Vorstand, Commitment super,
Auch Bottom-up funktioniert super bei uns. Da, wo wir noch üben müssen oder das, was wir jetzt gerade halt auch bei Office 365 besser machen wollen, ist eben den ganzen Mittelstand, hätte ich jetzt fast gesagt, also die Manager und die Führungskräfte, die in der Mitte drin sind, dass wir die entsprechend auch noch auch wieder begeistern für Lernen und mitnehmen können. Ja, aber das ist ganz wichtig, klar. Volkmar hat gefragt, ob bei uns Yammer dann Connections ablöst. Nein, wird's nicht. Ich bin da relativ offen. Ich finde Yammer grundsätzlich ganz cool, aber der Funktionsumfang von Yammer gegenüber Connections ist relativ gering. Also bei Connections habe ich 12 verschiedene Arten zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Also Wikis, Blogs, Foren, Files, Bookmarks und so weiter. Yammer ist im Endeffekt, also ist in keiner Form schlecht, sondern ist auch eine tolle Geschichte. Es ist aber noch nicht so wahnsinnig gut in Microsoft integriert in die Office-Landschaft. Und daher war es für uns relativ einfach, quasi Yammer im Moment einfach auszuschalten und sagen, wir haben die ganzen Sachen auch in Connections und da arbeiten unheimlich viele Leute sehr aktiv drin und wieder genau aus dem gleichen Grund wie vorher, jetzt herzugehen und zu sagen, so Ella Badge, nach 7 Jahren, jetzt schalten wir euch wieder Connections ab und jetzt gehen wir wieder woanders hin, das würde ja auch nicht unbedingt die Akzeptanz erhöhen. Langfristig muss man sehen, wird die Integration besser, wird die Sinnhaftigkeit der Zusammenarbeit besser, muss man sich's nochmal anschauen. Im Moment, glaube ich, ist diese Koexistenz da sehr, sehr gut und wir versuchen das natürlich auch entsprechend zu vernetzen. Joachim hat in dem Beitrag auch gefragt, wie sich die beiden denn dann auch unterscheiden würden, weil vorher auch in den Beiträgen Teams kam. Ich sehe persönlich wirklich Connections im Moment oder ein Enterprise Social Network, also ein großes, sehe ich wirklich als die Enabling-Maschine für organisationales Lernen. Weil da drin ist der Default open. Also der Standard ist, alles ist offen und ich muss es schon mit Absicht klein oder geschlossen machen. Und das ist eigentlich eine super Voraussetzung für Teilen, für voneinander lernen, für über die Schulter schauen und all diese Themen. Also die Basis für Lernen. Leute neugierig machen, die Art und Weise, wie jetzt Likes funktionieren, dass mein Netzwerk automatisch informiert wird. All das sorgt ja dafür, dass Leute ins Lernen wiederkommen. Die ganzen Geschichten rund um Teams. Das ist, glaube ich, eher diese Kleingruppenkollaboration. Das funktioniert auch super. Wenn es dann mal über 100, über 500 Leute geht oder sowas, 200 Leute, dann ist man wahrscheinlich auch in Connections wieder besser aufgehoben. Aber da müssen wir auch selber noch testen. Joachim fragt, ist die Graswurzelkultur jetzt am Ende? Alle reden von Top-Down und der Rolle der Führungskräfte. Nein, also ich würde nicht sagen, also wir sind vor allen Dingen in Deutschland immer entweder oder. Lass uns doch mal eine sowohl als auch Kultur prägen. Wir brauchen natürlich ein Top-Down, solange wir eine Hierarchie haben und solange oben Entscheidungen getroffen werden und Vorstände für alles Mögliche verantwortlich sind, solange sollen die bitte ihre Rolle auch wahrnehmen, die Vision vorgeben, die möglichst auch entsprechend klären und uns auch zeigen, dass sie es selber ernst meinen. Und ja, so auch als auch eine Bottom-up-Geschichte. Warum sollen nicht die Leute, die was können, die was wissen, die entsprechend auch Power haben oder einfach neugierig sind, warum sollen die nicht auch machen? Also ich bin ein ganz großer Fan von sowohl als auch geworden, weil diese One-Size-Fits-All-Lösungen, die nehmen nicht alle mit, die funktionieren halt nicht. Wie sieht's aus? Habt ihr noch Fragen? Ansonsten würde ich dann langsam... Aber sicher? Überleiten. Ich muss das lernen, ruhig zu sein. Also wer noch eine Frage hat, jetzt wäre so die letzte Möglichkeit im Video. Ansonsten dann natürlich gerne auch noch in den Kommentaren. Ja. Vermute, das bedeutet, es gibt keine Fragen mehr. Dann sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die tolle Woche. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Eigentlich müsste man jetzt noch so einen Abspann bringen von den ganzen tollen Beiträgen, die von euch gekommen sind, dass die Namen auch mal alle erwähnt werden. Aber mea culpa, ich habe mir keine solche Liste gemacht. Ich bin immer so ein ganz großer Nicht-Fan von diesen Ansprachen, die eigentlich nur einen Haufen Zeit kosten. Gleichzeitig will man aber Wertschätzung ausdrücken. Ich überlege mir da nochmal eine andere Geschichte. Also erstmal herzlichen Dank allen, auch an das Conti-Team im Hintergrund. Die habt ihr vielleicht nicht so viel mitgekriegt, aber die haben natürlich auch sehr viel mitgeholfen. Herzlichen Dank an Anja, an Frank und die ganzen anderen alle, an die Silke zum Beispiel noch.
Und würde dann überleiten an Otto Bock und wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Und ich bleibe dabei. Hoffe, ihr bleibt auch dabei. Okay, kurzer Toncheck, bin ich zu hören? Du bist perfekt zu hören, Martina. Klasse, ich sehe nur gerade, Harald, da waren irgendwo noch Fragen im Chat. Also bevor wir jetzt anfangen, vielleicht guckst du noch mal rein. Echt? Es kam hier gerade noch ja, ein kurzer Hinweis von, lass mich schauen, Chris. Von Chris, hier waren noch Fragen. Chris, dann sag doch mal. Ich schaue gerade, ob ich die Frage selber finde. Ja, weil mir das Ding immer nach oben springt, da muss ich auch noch ein bisschen arbeiten dran. Hier ist Steffen von Otto Bock. Es wurde auch noch gefragt, was so gar nicht läuft bei Conti, hatte ich gerade gesehen. Was so gar nicht läuft, jetzt insgesamt so komplett. was läuft denn so gar nicht? Also ich glaube, das, was uns am wenigsten Freude bereitet, ist wirklich, dass wir unsere Führungskräfte da richtig ins Lernen bekommen. Also das ist einfach ein Riesenthema und jetzt nicht, weil die nicht wollen oder weil die keinen Bock haben oder zu alt sind, überhaupt nicht. Die sind in allen Altersklassen, die haben auch Lust. Ich glaube aber, dass die so in so einer Sandwich-Position in den letzten Jahren waren, dass die so ins operative Managen und Arbeiten gekommen sind, dass man die erst langsam wieder abholen muss, dass die sich erstens Zeit haben, wieder was anderes zu machen und sich das vor allen Dingen auch trauen. Also wenn ich da eine fertige Lösung habe, dann können wir das gerne im nächsten Jahr mal diskutieren. Ich glaube, das wäre mein größter Wunsch, dass wir unsere Führungskräfte mal richtig wieder ins Wollen bringen und nicht mehr ins Müssen. Genau. Okay, dann übernehme ich mal den Staffelstab und wenn noch Fragen kommen, dann können wir die ja jederzeit noch mit dazwischen schieben. Kein Problem. Ja, hi erstmal. Martina von Otto Bock. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich eine richtige Kamera schaue bei meinem Hightech-Teil hier. Und was ihr im Hintergrund seht, ist tatsächlich meine Wohnung in Berlin, weil wir sind heute an verschiedenen Standorten verteilt. Ich im Homeoffice, meine lieben Kollegen vom tollen Team in Duderstadt, die aber auch dabei sind, sich gleich noch vorstellen werden. Ja, und ich habe eben schon gedacht, Harald, du hast mir so viele Anknüpfungspunkte irgendwie geliefert, wo wir genau eigentlich quasi reinsteppen konnten und sagen konnten, ja, mit dem Thema gehen wir um und das machen wir. Ich hätte am liebsten ständig gesagt, ja, genau. Also damit beschäftigen wir uns auch und damit geht's weiter. Von daher schaue ich mal, wie ich denn jetzt am besten überleite. Also, ich denke mal, Steffen sagt gleich noch was zum Unternehmen an sich. Ich mache einfach nur kurz den Übergang. Viele von euch haben das Twitter-Video heute Morgen schon gesehen oder vielmehr das YouTube-Video, das auf Twitter verbreitet wurde. Also Dankeschön schon mal für die Kommentare. Uns hat es letzte Woche extrem viel Spaß gemacht, das zu drehen. Ich glaube, das kam auch rüber und das ist auch zurückgespielt worden. Und was uns einfach aufgefallen ist in den letzten 2 Wochen bei all diesen Wahnsinnsbeiträgen, Projekten, Dingen, die ihr erzählt habt, also wir haben zum einen gesagt, Mensch, wir haben schon so viel gelernt, wir können im Prinzip jetzt aussteigen und werden damit bis Ende des Jahres beschäftigt. Auf der anderen Seite halt haben wir gesagt, aber wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Also wir sind da an einem anderen Punkt unterwegs tatsächlich. Und sind eben noch nicht so weit mit diesen Projekten und fangen bei vielen Dingen die Reise erstmal von vorne an. Und ich merke auch gerade wieder, Harald, wie du, erstmal durchatmen und Raum geben. Das übliche Problem, genau. Und genau das haben wir aber tatsächlich uns überlegt und euch mitgebracht, weil wir wollen auf eine Entdeckungsreise in unserem Unternehmen gehen und möchten euch natürlich zusammen mit uns dann auf diese Entdeckungsreise nehmen. Also wir werden in der Woche gemeinsam mit euch schauen, wie sieht denn eigentlich Lernen im Unternehmen aus? Was müssen wir wissen, um in die Zukunft reinzuplanen? Und da ich ja weiß, dass meine lieben Kollegen in Duderstadt auch in der Leitung sind, würde ich doch mal weitergeben an Steffen. Das war perfektes Timing. Ich bin nämlich gerade rausgeflogen und gerade so wieder zurück. auch nochmal Hallo an die Runde. Auch nochmal vielen Dank an die Vorredner und die ganzen Wochen davor. Es war super spannend. Ja, wir haben ja unseren Teaser, der ist ja schon bei YouTube gelandet, den man sich anschauen kann. Wir haben halt einfach auch die Hypothesen uns angeschaut, die wir innerhalb des HR-Bereiches oder auch unseres Teams hatten, was wir glauben, wie denn Lernen eigentlich funktioniert und haben da über Diskussionen und Fragen an die Mitarbeiter einfach gesehen,
wir glauben manchmal Dinge, die so eigentlich gar nicht stimmen, und haben dann gedacht, das ist ein super Ansatzpunkt, dass wir einfach da nochmal näher drauf schauen, was wollen denn eigentlich unsere Mitarbeiter, was brauchen die denn tatsächlich, um das zu erfahren. Und da sind wir im Moment so ein bisschen dran, und das ist auch das, was unsere Woche dann prägen soll, dass wir bei uns im Unternehmen schauen, wie ist es denn eigentlich von der Technologie, vom Mindset, von der Kultur. Und dass wir hoffentlich die anderen auch dazu bringen können, dass sie das bei sich im Unternehmen tun. Das ist so das, wo wir hin möchten. Steffen, magst du vielleicht auch noch kurz was zu Ottobock sagen, weil du bist ja auch Guide im eigenen Hause und von daher wäre das natürlich auch toll. Ja, kann ich kurz machen. Also ja, wir sind 1919 gegründet, sind in dritter Generation Inhaber geführt, und Ottobock ist jetzt nicht so der Name, wenn man sich nicht unbedingt mit diesen Produkten auseinandersetzt, und die meisten sind wahrscheinlich auch froh, dass sie sich mit unseren Produkten nicht auseinandersetzen müssen. Was wir tun ist Herstellung von Prothesen, Orthesen, Rollstühlen, also immer wenn eine Gliedmaße fehlt oder nicht mehr so funktioniert, wie sie funktioniert. Steffen, hier rausgeflogen? Sieht so aus, ob er rausgeflogen sei, ja. Steffi, bist du da? Sonst mache ich weiter. Okay, Verbindungsprobleme mit Duderstadt. Alles klar, ich übernehme. Deshalb sind wir immer übrigens zu mehreren unterwegs. Das funktioniert ausgezeichnet, dann kann immer einer schnell wieder reinsteppen. Also, was Steffen gerade sagen wollte, ist, wir kommen immer ins Spiel, wenn eine Gliedmaße eben nicht mehr da ist oder vielleicht nicht mehr so ganz funktioniert. Also dafür gibt es halt die Prothesen natürlich und dann auch die Orthesen, die halt die Mobilität wiederherstellen. Und außerdem Rollstühle gehört auch noch zu unserer Gruppe und auch die medizinische Versorgung. Also wer noch gar nichts von Ottobock weiß, das ist mal so ein grober Überblick und wir stellen das Unternehmen natürlich am Montag ganz klar auch nochmal vor um 13 Uhr, aber einfach damit ihr schon mal so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, was denn dahinter hängt. Und Steffen, bist du jetzt wieder da? Ich bin wieder da, aber ich weiß nicht, wann ich rausgeflogen bin. Alles klar, ist ja okay. Dann mache ich jetzt mal kurz weiter. Ich hatte deinen Satz einfach vervollständigt. Perfekt. Und hatte da weitergemacht. Nein, und von daher, wie gesagt, haben wir im Teaser ja kurz auch anspringen oder vielmehr anklingen lassen und es kam eben auch in der Diskussion auf. Also es gab ja eben die tolle Fragestellung, ja, aber es wird ja etwas manchmal von top-down verortet, verordnet. Und man rollt zum Beispiel ein ganz tolles ESN aus und die Mitarbeiter sollen da mitmachen und die sollen sich doch gefälligst freuen, aber dann ist es vielleicht in der Wirklichkeit dann doch nicht so. Und das haben wir uns auch überlegt und sind auch im eigenen Unternehmen schon über diese Fälle gestoßen, wo einfach Projekte nicht funktioniert haben. Und deshalb haben wir auch nochmal gedacht, Mensch, eigentlich ist doch die Reihenfolge anders. Also eigentlich fängt es doch mit dem Mindset an, den die Menschen haben, dann mit der Kultur, die einfach widerspiegelt, wie das Unternehmen unterwegs ist und dann natürlich die Technologie, die im Unternehmen gegeben ist. Und das sind tatsächlich auch die drei großen Themenpunkte, die wir nächste Woche gemeinsam mit euch nicht nur beschauen werden, sondern tatsächlich erforschen werden. Also wir geben am Montag Dinge dafür auch euch an die Hand, dass ihr mit uns die Reise gehen könnt. Und am Ende der Woche, am Freitag, werden wir auch tatsächlich alles gemeinsam zusammenfassen, weil wir denken, das ist dann ein optimaler Startpunkt, um das Lernen 4.0 in der Zukunft zu planen. Ja, und ansonsten, wir sind ein lustiger und kreativer Haufen. Also da kommen bestimmt noch einige Twitter-Dinge auf euch zu und ungewohnte Denkansätze. Das haben wir uns fest vorgenommen und freuen uns einfach riesig auf nächste Woche mit dem ganzen Team. Ja, und sind offen für Fragen, die vielleicht jetzt schon um die Ecke kommen. Wow, jetzt sind alle erschlagen. Martina, darf ich fragen, habt ihr schon ein Enterprise Social Network bei euch im Betrieb? Ja, also ich bin noch nicht so... Nicht ganz. Also ich bin noch nicht so lange dabei bei Ottobock, also 8 Monate jetzt und mir war ESN natürlich ein Begriff und als ich dann reinkam, habe ich dann auch danach gefragt und nein, haben wir nicht und vor allen Dingen, ich bin dann aber auf Menschen gestoßen, die gesagt haben, zum einen, überleg aber mal gut, wenn du jetzt so eine Idee hast oder HR das nochmal überlegt, was heißt das für das Unternehmen? Und bekam auch dann direkt die Rückmeldung, als ich sagte, nein, also ich sehe nicht, dass die Technik Probleme löst oder vorgegebene Technik etwas anders macht.
Und bekam dann auch die Rückmeldung, genau, das ist der richtige Ansatz. Wir haben es wohl schon versucht, aber es hat dann halt auch nicht funktioniert. Also von daher ganz spannend. Und deshalb ist es für uns auch wirklich so wichtig, mit dem Thema Mindset anzufangen und zu sagen, wie kommunizieren eigentlich unsere Mitarbeiter und wie teilen die Wissen? Weil wenn das nicht verankert ist in der Kultur, dann nützt das Schönste und Tollste und Jäckste ESN einfach nichts, weil es wird einfach nur tot irgendwo im Graben liegen und sehr viel Geld ist versenkt worden. Jetzt ist Harald raus. was kann ich noch für euch tun? Oder wer möchte jetzt das Gespräch wieder an sich nehmen, da Harald gerade anscheinend in der Übertragungslücke hängt? Ach so, doch, wir können noch was ankündigen. Ich kann die Lücke füllen. Also, wir werden die Seiten jeweils morgens um 7 Uhr freistellen. Es gibt natürlich auch wieder Tagesaufgaben, ganz klar. Und wir haben tatsächlich noch was Besonderes mitgebracht für euch oder vielmehr vorbereitet. Wir haben nämlich gesagt, es ist doch total spannend, was unsere Führungskräfte dazu sagen. Also wie sind die zum Thema Lernen unterwegs und wie sehen sie das Ganze? Und deshalb haben wir, Achtung, für Mittwoch, aber um 13 Uhr tatsächlich eine Panel-Discussion ins Leben gerufen. Das heißt, wir werden drei Führungskräfte aus dem Unternehmen live in einer Diskussion befragen, mit denen das Thema Lernen 4.0 diskutieren. Und da wir mittlerweile wissen, im Chat ist ja immer viel los, da seid ihr ja total klasse unterwegs, werden wir natürlich logischerweise auch die Möglichkeit einräumen, im Chat Fragen direkt an die Führungskräfte zu stellen. Die freuen sich schon darauf, die wissen das. Naja, und das haben wir so als kleines Bonbon tatsächlich auch noch für nächste Woche mitgebracht. Also auch Mittwoch, 13 Uhr, bitte unbedingt im Kalender reservieren. Wer übernimmt jetzt? Dann mache ich mal, nachdem der Werner Sauter auch nicht mehr in der Runde ist, der Harald Schirmer nicht mehr in der Runde ist, bedanke ich mich beim Harald Schirmer für die Woche, für den heutigen Tag, für die Diskussion. Ich bin überzeugt, er wird auch die kommenden Tage und Woche mit uns diskutieren. Und wir freuen uns alle auf die kommende Woche mit Otto Buck. Insbesondere das Experiment mit den Führungskräften finde ich spannend. So hat jede Woche, glaube ich, doch etwas, was er der anderen Woche, der vorausgehenden Woche voraus hat und neu machen möchte. Also prima Idee. Herzlichen Dank an alle, die heute dabei waren. Und ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank.